Hallo und willkommen bei Fronius. Mein Name ist Jasmin und ich werde Ihnen heute kurz erklären, wie man nach dem Anschluss des Wechselrichters das Anlagenmonitoring von Fronius in Betrieb nimmt. Dafür benötigen wir einen Laptop, ein Smartphone oder ein Tablet. Außerdem benötigen wir das Internetpasswort des Kunden sowie den dazugehörigen Netzwerknamen. Im ersten Schritt verbinden wir unser Tablet mit dem Wechselrichter. Dafür öffnen wir den sogenannten Wi-Fi Access Point über das integrierte Display. Über die äußere Pfeiltaste gelangen wir ins Hauptmenü. Wir wählen danach das Setup-Menü aus und gehen weiter auf Access Point. Hier aktivieren wir diesen mit einem Doppelklick. Hier sehen wir jetzt den Netzwerknamen sowie das dazugehörige Passwort. Das benötigen wir gleich für unseren nächsten Schritt. Und jetzt verbinden wir unser Tablet mit dem eben geöffneten Wi-Fi Access Point. Wir suchen uns zunächst das Netzwerk unseres Wi-Fi Access Point und verbinden das Tablet damit. Hier geben wir nun das Passwort, was wir gerade am Display gesehen haben, ein. Für den nächsten Schritt öffnen wir uns einfach einen beliebigen Browser und geben Folgendes in die Adresszeile ein. http://datamanager. Automatisch werden wir jetzt auf die Startseite des Setup-Assistenten weitergeleitet. Hier werden wir zuallererst durch ein Pop-up darauf hingewiesen, dass wir diese Konfiguration auch über die Fronius Solar Web App durchführen können. Und jetzt können wir auch schon mit dem eigentlichen Setup beginnen. Uns werden hier zunächst zwei Arten von Inbetriebnahmeassistenten vorgeschlagen. Ich entscheide mich hier für den Solar Web Assistenten. Über den Technikassistenten könnte ich im Zuge dieses Setups auch gleich noch weitere Komponenten hinzufügen, wie zum Beispiel ein Fronius Smart Meter oder eine Battery. Wir kommen als nächstes auf die Seite, wo wir nun einige grundlegende Daten der Anlage hinterlegen müssen. Wir müssen die Anlage benennen und die passenden Tarife des jeweiligen Energielieferanten unseres Kunden einpflegen. Die Anlage kann man benennen, wie man möchte. Ich benenne sie jetzt mal nach dem Anlagenbesitzer, damit ich diese später schneller wieder zuordnen kann. Dann geben wir hier noch die passenden Strompreise ein. Diese können natürlich je nach Energielieferant meines Kunden variieren. Hier unten stellen wir noch die richtige Zeitzone ein, legen das Datum fest und klicken auf Weiter. Im nächsten Schritt werden wir nach der Anlagengröße gefragt. Das System hat automatisch unseren Wechselrichter erkannt und will nur noch wissen, wie groß unser PV-Generator ist. In unserem Fall sind das 15.000 Watt. Hier ist es ganz wichtig, dass der Wert in Watt und nicht in Kilowatt eingegeben wird. Wir klicken auf Weiter und gelangen zum nächsten Schritt, wo wir uns um die Netzwerkeinrichtung kümmern. Es poppt automatisch ein Fenster auf, wo wir informiert werden, dass die Daten vom Fronius Wechselrichter ins Fronius Solar Web übertragen werden. Einfach hier bitte mit OK bestätigen und schon geht es zum eigentlich wichtigsten Teil des Videos. Es geht nun darum, den Wechselrichter mit dem Internet des Kunden zu verbinden. Die Standardmethode ist bereits automatisch ausgewählt. Wir verbinden den Wechselrichter mit dem Router des Kunden, was klassischerweise über WLAN funktioniert. In dieser Box rechts finden wir nun das Netzwerk unseres Kunden. Wir wählen dieses aus und gehen weiter auf Einrichten. Alternativ könnte man auch die Verbindung zum Router über die neue WPS-Funktion aufbauen. Das Passwort für dieses Netzwerk erhalten Sie direkt von Ihrem Kunden. Die Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem Kunden-WLAN wird nun aufgebaut. Diese Seite informiert uns jetzt nun über den Verbindungsstatus. Hier können wir auf einen Blick erkennen, ob die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Die erfolgreiche Verbindung erkennen wir ganz deutlich an diesem Ja. Jetzt ist der Wechselrichter erfolgreich mit dem Internet verbunden und bereit zur Datenübertragung ins Fronius Solar Web. Für die letzten Schritte mit dem Inbetriebnahmeassistenten müssen wir nun auch unser Tablet mit demselben Netzwerk verbinden. Das heißt, wir verbinden auch unser Tablet mit dem Netzwerk des Kunden. Hier werden wir wieder nach dem Passwort unseres Kunden gefragt und geben dieses erneut ein. Die Verbindung ist aufgebaut. Somit gehen wir wieder zurück in unseren Internetbrowser. Um die Inbetriebnahme fortzusetzen, klicken wir hier auf diesen Link.
In diesem Moment greifen wir aus dem Netzwerk heraus auf den Wechselrichter zu. Wir bekommen nochmal die Bestätigung, dass diese Verbindung erfolgreich war und klicken auf Weiter. Um alle von uns bisher getätigten Einstellungen abzusichern, werden wir gebeten, ein Admin-Passwort zu hinterlegen. Dieses Passwort können Sie frei wählen. Jetzt sind wir bereits vor den Türen des SolarWeb und werden aufgefordert, uns einzuloggen. Sollten Sie an dieser Stelle noch keinen Fronius SolarWeb-Account haben, können Sie sich ganz einfach registrieren. Wir loggen uns nun mit unserem bestehenden SolarWeb-Account ein. Im letzten Schritt fügen wir die Anlage zu unserem SolarWeb-Account hinzu. In unserem Fall haben wir eine neue Anlage in Betrieb genommen. An dieser Stelle könnte man aber auch einen neuen Wechselrichter hinzufügen oder einen bestehenden ersetzen. Nun müssen wir noch die lokalen Daten der Anlage hinterlegen. Hier werden wir gefragt, wo ist diese Anlage und wer ist bei Störfällen zu kontaktieren. Haben wir jetzt hier alles hinterlegt, klicken wir auch gleich wieder auf Weiter. Jetzt werden wir auch schon direkt auf solarweb.com weitergeleitet. Wir sehen hier aktuell noch keine Daten, da es nach dem ersten Login bis zu 5 Minuten dauern kann, dass die ersten Daten des Wechselrichters ins Fronius SolarWeb übertragen werden. Ja, Sie sehen, so einfach geht's. Für weitere Informationen schauen Sie gerne auf unserer Webseite vorbei unter www.fronius.com. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.